Wahrlich, der Urknall hat den Materialisten noch viel größere Sorgen als das vorhergehende Bekenntnis des atheistischen Philosophen Anthony Flew bereitet. Und zwar aus dem Grund, dass der Urknall nicht nur beweist, dass das Universum aus nichts heraus erschaffen wurde, sondern dass es ebenfalls in einer sehr geplanten, systematischen und kontrollierten Weise zum Entstehen gebracht wurde. Der Urknall fand mit der Explosion des Punktes statt, der all die Materie und Energie des Universums beinhaltete und verteilte diese mit einer erschreckenden Geschwindigkeit im Raum und in alle Richtungen. Aus dieser Materie und Energie kam ein großes Gleichgewicht heraus, welches Galaxien, Sterne, die Sonne, die Erde und alle anderen himmlischen Körper beinhaltete. Überdies wurden Gesetze namens Gesetze der Physik geformt, die über die ganze Welt gleichbleibend sind und sich nicht verändern. Die Gesetze der Physik, die zusammen mit dem Urknall auftauchten, haben sich über eine Periode von 15 Milliarden Jahren hinweg nicht ein kleines Stück verändert. Außerdem stehen diese Gesetze auf so skrupellosen Berechnungen, dass sogar eine Abweichung von einem Millimeter ihrer jetzigen Werte in der Zerstörung der gesamten Struktur und der Konfiguration des Universums resultieren könnte. All dies zeigt an, dass nach dem Urknall eine perfekte Ordnung entstand. Indessen bringen Explosionen, wie auch immer, keine Ordnung hervor. Die gesamten wahrnehmbaren Explosionen tendieren dazu, all dem Gegenwärtigen zu schaden, zu zersetzen und zu zerstören. Auch was für eine Explosion beobachtet wird, sieht man immer, dass die Wirkung zerstörend ist. Hätten wir nach einer Explosion eine sehr detaillierte Ordnung erkannt, dann könnten wir daraus schließen, dass dort eine intelligente Einmischung hinter dieser Explosion gewesen wäre und dass all die Teile, die durch die Explosion verteilt wurden, in einer sehr kontrollierten Weise bewegt worden wären. Sir Fred Hoyle, der letztendlich nach vielen Jahren der Opposition die Urknalltheorie akzeptieren musste, drückt diese Situation sehr gut aus. Die Urknalltheorie behauptet, dass das Universum mit einer einzigen Explosion begann. Ferner wirft eine Explosion, wie gesehen werden kann, lediglich Materie auseinander, während der Urknall mysteriöserweise den entgegengesetzten Effekt produzierte. Mit zusammengeballter Materie in Form der Galaxien. Kein Zweifel, falls eine große Ordnung mit einer Explosion auftauchte, dann sollte akzeptiert werden, dass dies das Eingreifen eines Schöpfers in jedem Moment dieser Explosion beinhaltet. Ein anderer Aspekt dieser außergewöhnlichen, im Universum geformten Ordnung, die auf den Urknall folgte, ist die Kreation eines bewohnbaren Planeten im Universum. Diese Voraussetzungen für die Formung eines bewohnbaren Planeten sind so viele und so komplex, dass es unmöglich ist, darüber nachzudenken, ob diese Formung zufällig sei. Paul Davis, ein bekannter Professor der theoretischen Physik, erklärt, dass am Ende seiner Berechnungen, die er zur Ausdehnungsrate des Universums machte, diese Rate unvorstellbar delikat ist. Davis sagt, sorgfältige Messung bringt die Expansionsrate sehr nahe an einen kritischen Wert, an dem das Universum sich gerade noch seiner eigenen Anziehungskraft entziehen kann und für immer expandiert. Ein bisschen langsamer und der Kosmos würde in sich einstürzen. Ein bisschen schneller und das kosmische Material wäre schon vor langem komplett verstreut. Der Urknall war nicht erwiesenerweise ein alter Knall, sondern eine Explosion von vorzüglich angeordneter Vielfalt. Der berühmte Physiker Professor Stephen Hawking macht in seinem Buch Eine kurze Geschichte der Zeit klar, dass das Universum auf Berechnungen und Gleichgewichten besteht, die feiner abgestimmt sind, als wir begreifen können.
Hawking erklärt in Bezug auf die Expansionsrate des Universums: Wenn die Expansionsrate eine Sekunde nach dem Urknall nur in einem Verhältnis von 1 zu 100.000 Millionen mal Millionen kleiner gewesen wäre, dann wäre das Universum wieder zusammengebrochen, bevor es je seine jetzige Größe erreicht hätte. Paul Davis erklärt ebenfalls die unvermeidliche Konsequenz, die aus diesen unglaublich präzisen Gleichgewichten und Berechnungen abzuleiten ist. Es ist hart, diesem Eindruck zu widerstehen, dass die heutige Struktur des Universums, so anscheinend sensitiv zu Veränderung in Zahlen wie sie ist, ziemlich sicher sorgfältig ausgedacht wurde. Die scheinbar wundersame Übereinstimmung numerischer Werte, welche die Natur ihren fundamentalen Konstanten zugeteilt hat, muss als der allerstärkste Beweis eines Elementes kosmischen Designs verbleiben. In Bezug auf denselben Fakt schreibt George Greenstein, ein amerikanischer Professor der Astronomie, in seinem Buch The Symbiotic Universe: So wie wir all die Beweise überschauen, kommt eindringlicherweise der Gedanke auf, dass irgendeine übernatürliche Kraft mit einbezogen sein muss. Kurz gesagt, wenn wir das wunderbare System im Universum untersuchen, sehen wir, dass die Existenz des Universums und seine Tätigkeiten auf extrem delikaten Gleichgewichten ruhen, sowie auf einer Ordnung, die zu komplex ist, als dass sie durch zufällige Ursachen wegerklärt werden kann. Es ist klar, für dieses delikate Gleichgewicht und diese Ordnung waren es auf keinen Fall möglich gewesen, sich von selbst und durch Zufall nach einer großen Explosion zu formen. Die Bildung einer solchen Ordnung, die auf eine Explosion wie den Urknall folgte, ist ein klarer Nachweis einer übernatürlichen Schöpfung. Dieser unvergleichliche Plan und die Ordnung des Universums beweisen zweifellos die Existenz eines Schöpfers mit unbegrenztem Wissen, Macht und Weisheit. Der, der die Materie aus nichts erschaffen hat. Und der, der sie unaufhörlich kontrolliert und verwaltet. Dieser Schöpfer ist Allah, der Herr aller Welten.